Hallo und herzlich willkommen zum letzten Part von Hausflipper. Also dem vorerst letzten Part. Uns fehlt nur noch ein Haus, ein Häusle. Das machen wir. Und dann ist Hausflipper an sich erstmal soweit beendet. Weil ich dann halt auf das nächste DLC warte. Wir haben dann das Garten-DLC durchgemacht. Wir haben das mit dem Videospieltag. Und es soll ja noch irgendwann mal hier das HGTV-DLC kommen. Es ist aber halt erst coming soon und ich weiß nicht, wann es kommt. Darum... Achso, ja. Darum werden wir jetzt erstmal noch das letzte Haus machen. Und dann pausiert das mehr oder weniger. Und sobald das neue DLC draußen ist, gucke ich mir das dann an. Und dann, ja, machen wir dann mit dem DLC weiter. Ah, ich kriege schon wieder Reizhusten hier. So, hatte ich das Haus nicht gekauft? Genau, zum Verkauf 0. Das ist mein Haus. Dann nehmen wir das hier. Und bei dem Haus machen wir Folgendes. Wir werden die Möbel drin lassen. Wir werden die Möbel tatsächlich drin lassen. Wir werden die Wände streichen. Aber wir werden alles andere... Ich kann sagen, ist das ein Busch? Alles andere... verkaufen. Was ist das? Ach, eine Laterne. Laterne, Laterne. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall mit einem Rasenmäher dran. Aber das Kim. Och, scheiße, die haben auch eine Hintertür. Ich hasse das, wenn die eine Hintertür haben. Naja. Hier müssen wir jetzt mal mit dem Dings ran, weil. Ja, wegen Scheißbüschen. Da kommt der nicht mit der, der Rasenmäher. Da hat der Rasenmäher so ein bisschen seine Probleme bei den ganzen Pflänzeleien. Aber in den großen Flächen können wir dann wieder den Rasenmäher benutzen. Wenn irgendwann mal eine große Fläche kommt. Aber sonst... Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Jahr. Beziehungsweise schönen Jahresanfang. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ein frohes Neues. Ich bin ja mal gespannt, was so dieses Jahr für Spiele rauskommen werden. Es werden auf jeden Fall auf dem Kanal erscheinen Persona 5 Royal. Da freue ich mich schon riesig drauf. Und natürlich Animal Crossing für die Switch. Und ich bin schon sehr gespannt. Ich bin schon richtig gespannt auf die zwei Spiele. Auch richtig gehypt, ehrlich gesagt. Ich merke schon. Der Baum ist sehr widerstandsfähig. Was ist denn da? Wo ist denn das Scheißding? Da hätte ich nicht auch noch was gesehen. Und hier. Und das ganze, der ganze Dreck, ey. Einmal ringsherum ums Baumstein. Komm schon. Lass dich nicht ärgern. Lass dich stutzen. Ich sehe auch nicht, wo dieser verdammte Baum ist. Ah, komm schon. Och. Ach komm, weg mit dir. Was soll denn der Geiz? Scheiß drauf. Der mäht ja gar nicht. Ich hätte vielleicht auch mal die Taste drücken sollen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen. Ewig was. Ja. Ist auch ein viel schönerer Klang, finde ich, der Rasenmäher. Nur nicht, wenn man früh morgens schlafen will. Dann nicht. Ich weiß schon nicht mal mehr, wie man den Rasenmäher bedient. Juhu!
Also, ich werde professioneller Rasenmäher. Was haltet ihr davon? Ich gebe mein Studium auf und werde professioneller Rasenmäher. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Also, der nimmt die Kurven ganz schön eng, du. Beziehungsweise ziemlich weitläufig hier. Ich meine, wir müssen dann eben mit dem komischen Dings da danach ran. Ja, ich bin heute mal wieder sehr wortgewandt. Es tut mir sehr leid. Aber ich weiß nicht, mit meinem Husten so wird es immer schlimmer. Xeno will mich jetzt auch dazu zwingen, Hustensaft zu trinken. Aber ich will nicht. Das ist Geldverschwendung. Ich will keinen Hustensaft trinken. Ich will lieber wie so ein kleines Kind sagen, nein, ich will nicht. Und dann will ich, dass das akzeptiert wird. Komm schon. Oben auf die Kurve. Nee, wird doch besser. Ich bin schon gespannt, was das DLC denn sein soll. Ich habe irgendwie jetzt gesehen, das macht erst so einen Eindruck, dass man wirklich Gegenden kauft und so eine Straße einrichtet mit den Häusern. Ich bin mir dann nicht so sicher. Nimm den Saft, muss an den Saft glauben, hier von How I Met Your Mother. Der hat ja, glaube ich, auch alles reingepanscht einfach. Die Serie war schon echt cool. Leider war das Ende einfach beschissen. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Das Ende war grottig. Eine coole Serie und dann haben wir es so kaputt gemacht. Aber kennen wir ja schon, ne? Wäre nicht die erste Serie. So. Mal komm, dich gestrüpft verkaufen wir auch. Und dann sind wir hier so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich bin auch sehr unkreativ, was so den Garten angeht, ehrlich gesagt. Weil irgendwie gefühlt alles schon einmal gemacht wurde. Könnt ihr euch noch an Yadis Haus erinnern, was ich für Yadi eingerichtet habe, also für die Zuschauerin? Die wollte ja im Prinzip, haben wir ja alles aus Sand gemacht. Wir haben ja komplett einmal den ganzen Rasen, die ganze Wiese einfach Sand hingebaut. Und dennoch, was war das? Kakteen. Ich wollte die noch Kakteen haben. Ich meine, die Idee an sich war gar nicht so schlecht. Sowas nennt man Millimeterarbeit. Da können sich mal andere nochmal auf eine Scheibe abschneiden. Das ist genau. Ich will ja keinen ansprechen. Genau. Aber das nennt man Skill. So. Wenn alles nur so einfach wäre, wäre das schon echt schön. Und so entspannt. Also der Plan für den Stream heute ist im Prinzip Hausflipper fertig machen. Da denke ich mal so ein Part wird, glaube ich, ausreichen. Wenn nicht, machen wir den Part halt jetzt länger. Und dann eine Runde noch Darkest Dungeon spielen. Weil dann ist es auch so, dann habe ich nur noch 3 Spiele im Stream, die auch hochgeladen werden. Und ich habe ja zurzeit auch nur 3 Stream-Tage, also nimmt sich das eigentlich ganz gut. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Weil ich würde schon ganz gern so viel wie möglich jetzt auch beenden. Ich denke mal, mein Time at Port hier sind wir auch schon ziemlich weit. Das wird nicht mehr so lange dauern. Da wird das angehen. Und im Februar kann ich dann wieder ein bisschen mehr streamen. Weil ich dann Semesterferien habe. Weil dann ist das Semester vorbei. Und Prüfungen sind dann auch alle geschrieben. Und dann kann ich ja ein paar... Naja, ein bisschen mehr streamen, so an ein paar Tagen. Kleine Zusatzstreams reinpacken. Noch bevor März im Prinzip endet und Animal Crossing und Persona kommt. Und je nachdem, wie denn mein neuer Semesterplan wird, kann ich vielleicht auch wieder... Dann auch so 4 Tage die Woche streamen. Damit ihr dann eure volle Packung Animal Crossing bekommt. Und natürlich auch Persona 5. Ist doch was. Siehst du. Eine ganz kleine Linie war da. Ich freue mich schon eher auf das Haus, anstatt hier auf den Garten. Ich meine, das Garten-DLC war eine coole Idee. Nichtsdestotrotz, also ich fand das richtig cool. Ja, außerdem hat der Skinner will, der mich zu ganz vielen Sachen zwingen. Nur weil er keine Freunde hat. Und kein Privatleben. Oder überhaupt ein Leben. Also das Garten-DLC fand ich ziemlich cool. Auch wenn es nach einer Zeit auch ein bisschen langweilig wurde, einfach, weil es liegt wahrscheinlich eher an mir, weil ich so unkreativ bin. Aber sonst, ja. Ich meine, die haben sich schon was einfallen lassen. Man kann so kleine Poollandschaften machen. Man kann auch so Teiche bauen. Man kann einen Spielplatz bauen. Also nicht unbedingt eine Garage, aber ihr wisst, was ich meine. Hast du immer noch das Weihnachtsmann-Ding? Tatsächlich, ja. Moment. Einstellungen. Spiel Weihnachtsmann. Weihnachten ist vorbei, also machen wir wieder weibliche Hände. Und dann kaufen wir mal hier Garten. Pflanzen. Nicht unbedingt jetzt Architektur. Ich wollte eigentlich... Genau das hier wollte ich. Wir nehmen den Steinkübel. Oh. Das sind ja nur ein paar. Moment, die wollte ich verkaufen. Und dann können wir nochmal so 2 kaufen. Dann sind die ungefähr gleichen Abstand, ne? Gut, hier ein bisschen enger, aber was soll's. Ich hab doch eh... Bin eh so ein kleiner Blindfisch. Da ist doch's egal. Möbel wollte ich nicht, ich wollte Pflanzen. Rabatte. Rapante, Rapante. Kennt das noch einer von euch? Kennt einer die Maulwurfen? Was für Blumen kommen denn da rein? Och, ey, denn hier, komm. Mir doch egal. Klar, die chinesischen Nelken sind natürlich am kleinsten. Kennt ihr den Maulwurf nicht? Der Maulwurf mit dem Sprachfehler? Ich hätte gedacht, dass du ja jemand bist, der auch Marco Kling kennt, aber okay. Ach Gott, wie hieß der denn damals?
Das war so eine Handpuppe. Wenn du bei Google Rapanta eingibst, dann müsstest du eigentlich so Maulwurf und dann Rapante. Und dann müsstest du eigentlich kommen. Das ist so ein Handpuppendings gewesen. Ja. Stimmt, ich konnte ja dann nicht aus dem Dings, ne? Gerüst. Oh, das war zu groß, aber ist egal. Come on. Wow! So, runter, tot. Spiel zu Ende. Kann ich hier auch das komplette Dach rumspringen? Hier sieht's sauber aus, ne? Ist das da oben dreckig? Ich kann das so schlecht erkennen. Nee. Ist auch jetzt einfach, ne? Wenn nicht, wir werden es herausfinden. Wo ist hier dreckig? Da unten. Der Schmutz hat keine Chance gegen mich. So, wir haben ja gesagt, wir verkaufen nichts. Sondern wir putzen. Und streichen. Ich weiß halt... Aha, René Marik. Jetzt weiß ich es wieder. Der hieß René Marik, ne? So, die Frage ist, wie streichen wir das... Die Küche. Skinner, sag an, wie sollen wir die Küche streichen? Du darfst mitbestimmen, wie die Sachen auszusehen haben. Ich meine, alles hier bleibt drinne. Nur die Küche, also nur streichen. Ich möchte nur sagen, dass die Pflanzen in das Haus backen. Okay. Wahrscheinlich hört Skinner gar nicht mehr zu. Er ist nämlich selber am Spiel. Nicht mehr am Stream, aber am Spiel. Könnt ruhig mal bei dem auch reingucken. Der macht so allen möglichen Kram. Was Helles, okay. Nehmen wir einen hellen Pfirsich. Der hat auch Pokémon zum Beispiel gespielt. Der spielt aber auch zum Beispiel Sachen, die ich niemals spielen würde. Sowas wie Star Wars. Ne? Der nimmt das halt auch so im Stream auf. Und der schneidet die aber auch. Ne? Also ihr werdet jetzt da keine 5-Stunden-Parts erleben. Oder 3 Stunden. Sondern eher so 30-Minuten-Parts. Und ja. Kann ich nur empfehlen. Ich gucke da auch mal ganz gern rein. Jedenfalls die Sachen, die mich interessieren. Ich glaube, Pokémon habe ich mir bei ihm 2-mal angeguckt. Einmal im Stream live und dann einmal noch als Video. Und bei manchen Sachen muss ich dazu sagen, mache ich ja auch mit. Wir haben, glaube ich, vor kurzem hat er jetzt ein Video rausgebracht, da haben wir Magic Gathering gespielt. Wir haben Karten gespielt. Streichen wir halt hier unten. Genau sagt, das muss was Helles sein. So. Ja, Magic to Gathering müssen wir nochmal machen. Ich habe mich halt nur so geärgert, dass das echt so...
dass das Spiel so abgebrochen wurde. Bei dem einen Spiel hätte ich gewonnen und bei dem zweiten hättest du gewonnen. Das ist halt so ein bisschen schade. Außerdem habe ich überhaupt keinen Plan von dem Spiel. Also von Magic the Gathering. Ich habe einmal ein Deck zusammengestellt, aber auch nur... Ich habe die nicht danach nach den Fähigkeiten oder so zusammengestellt, sondern einfach nur nach dem Aussehen. Ich weiß, ich bin sehr gut da drin, ne? So, funktioniert das? Ja. Küche ist in Ordnung. Das Bad. Ich würde das Bad tatsächlich weiß streichen. Weil es ist sehr klein und ich würde da ungern mit Fliesen rein. Ich weiß nicht warum, aber... Wo ich ja sagen muss, ich mag ja eigentlich hier so Backsteinmauern. Dann ist das nämlich jetzt hier nämlich auch. So, das ist die Dusche. Ach, das war die Spüle. Möbel, Badezimmer. Die kriegen so ein kleines Spülbecken. Und sehr nah an eine Tür ran. Einfach weil ein bisschen Platz spart. Na, Skinner, bist jetzt auch fleißig an Katzenminze am Sammeln. Wie viel Katzenminze hast du denn schon? Weil du kannst die Kanalwährung ja auch umbenennen. Ne, hier. Es muss echt so stehen, ne? Den hier. Ich glaube, ich werde das Klo noch mal umsetzen müssen. Weil so kann noch keiner aufs Klo gehen. Anschlüsse. Das Lüftungsgitter. Kann nicht schaden. Ist er denn, sitzt er da mit dem Blick aufs Klo, auf die Dusche? Doch, du kannst sogar auch noch wie bei, hier wie bei den Katzen zum Beispiel, kannst du auch ein Bild hochladen, so dass deine Währung eine bestimmte Farbe hat tatsächlich. Das Problem ist, ich habe mir schon echt überlegt, ob ich die Miaus nicht absetze und dafür nur noch diese Katzenminze denn benutze. Aber das Problem ist, du kannst die Miaus... Also ich kann nicht sagen, hier der und der kriegt... hat jetzt so viel Miaus, also kriegt er so viel Katzenminze. Sondern die Miaus würden dann alle verfallen und das ist auch irgendwie doof. Weil rein theoretisch kann ich ja auch individuelle Belohnungen kannst du ja machen. Ich werde dir auch nichts dazu kaufen, wollte ich nochmal erzählt haben. So, wie machen wir das Wohnzimmer? In was für einer Farbe? Also der Teppich hat auch schon mal bessere Tage gesehen.
Nee, du kannst ja mit der Kanalwährung wirklich alles machen, so jetzt, ne? Aber du kannst halt jetzt zum Beispiel die Miaus, die du bei mir gesammelt hast, kann ich dir nicht als Katzenminze gutschreiben. Das ist halt blöd. Weil sonst könnte man sagen, okay, ich verzichte komplett jetzt auf die Miaus. Komm, wir nehmen Frühlingsgras. Weil rein theoretisch wäre ja der Teppich auch grün, glaube ich. Und das sieht hier halt so aus, als wäre hier mal so grün drin gewesen. Oder halt so ein Gelbton. Allerdings müsste ich denn die Preise hochsetzen. Ach, ich werde das mal mit Xeno besprechen. Dann werde ich das auf Discord schreiben, dass denn die Leute bis zu einem bestimmten Tag denn Zeit haben, ihre Miaus noch zu verschleudern. Und wenn sie die denn halt nicht benutzen, dann sind sie halt selber schuld. Dann verlieren sie ihre Miaus. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Aber du sammelst ja hier, also diese Kanalwährung sammelst du ja wesentlich schneller. Gut, wir kaufen einen neuen Teppich. Ich will mal nicht so sein. Fußboden, Teppich. So. Der steht ein bisschen schief, ne? Ich finde das irgendwie ganz schön, aber das kriegt man so selten hin und ich bin zu faul dafür. Das funktioniert. Hier kann das so bleiben, weil das ist ja alles schön weiß. Ne? Okay, der Teppich kommt nochmal neu. Wollen wir bei der Garage irgendwas großartig machen? Ich denke nicht, ne? Kriegen wir einen anständigen Fußboden? Obwohl der Fußboden, glaube ich, auch so bleiben könnte. Aber die Wand halt. Schön in Stahlgrau oder so. Da holen wir mal zwei. So. Ich finde den Fußboden gar nicht so schlecht. Oh, jetzt habe ich schon falschen Farbeimer genommen. Hm. Naja, was soll's.
ist auch ganz schön. Ich weiß, das letzte Haus ist vielleicht jetzt nicht so von der Aufmachung jetzt das Coolste, weil ich mir hier gefühlt wirklich gar keine Mühe gebe. Aber ich muss auch sagen, ich bin gerade an Hausflipper massiv übersättigt. Weil ich hatte das so oft gespielt jetzt. Ich glaube, das ist jetzt mein dritter Durchlauf kompletter. Dritter oder vierter. Und ich weiß halt nicht mehr, was ich machen soll. Weil mir ist aufgefallen, ich richte die Häuser immer gleich ein. Ne, man hat so seine Lieblingsmöbel. Man hat so seine Lieblingsfarben. Und dann sieht fast jedes Haus einfach gleich aus. Und das finde ich dann halt auch nicht so schön. Wir könnten noch Dekoration, Fotos, Gemälde. Hauen wir hier nochmal so richtig Großes. Ach, hier hätte ich Gewinn nehmen sollen. Was soll's? Denn kommt hier. Hier machen wir. Weiß nicht. Hellblau? Ich wünschte, ich hätte die Funktion, dass ich das hier einfach wegverkaufen könnte und einfach eine Wand hinziehen kann. Das wäre so schön. Geht leider nicht. Skinner, falls du noch eine Farbe hast, dann sag's. Ich spuck's aus. Also, falls du eine Wunschfarbe hast, wie so ein Raum gestaltet werden soll. Ich komme leider. Hellgrün, Türkis. Können wir eins der oberen Räume machen? Aber ich weiß gar nicht, ob ich Türkis habe. Hellgrün hatten wir ja jetzt in dem einen Zimmer. In dem. Wo ich gesagt habe, dass das ein Wohnzimmer ist. Und ich glaube, so Türkis habe ich gar nicht. Können wir mal gucken, weil wir haben ja noch oben rum Räumlichkeiten. Läuft ja nicht weg. Ey, das wird das billigste Haus wahrscheinlich an Kosten, die ich gebraucht habe, um mein Haus zu renovieren. Skinner, kannst du dich noch an dein wunderbares Haus erinnern? Dein super Weg zum Einkaufen. Du mit dem Bunker, wenn du da raus willst. Es war so schön. Ich habe sehr gut gelacht. Muss ich gestehen. Hallo Lilly, ich wünsche dir... Hallo Lilly, ich wünsche dir auch ein frohes Neues. Es tut mir so leid, dass ich gerade voll husten musste. Aber, ja, es wird nicht besser. Es wird leider nicht besser bei mir. Die Männergrippe. Ja, die Männergrippe, ne? Ich sag's dir, du hattest recht, ich werde sterben. Ich werde bitterlich verrecken an einer Männergrippe. Und niemand wird um mich trauern, außer du. Ich hoffe mal, dass du mich um mich trauerst. Ich würde es mir jedenfalls wünschen. Dass man um mich trauert.
War ja klar, dass das nicht so funktioniert, wie ich das ganz gern hätte, aber was soll's. Ja, den Stream kann sie auch bekommen, nur ich weiß halt nicht, ob das immer so schön ist, wenn ich immer am Husten bin. Darum mache ich jetzt erstmal so mehr oder weniger meine Pflicht-Streams, die ich mir selber auferlegt habe. Die ich ja auch unbedingt eigentlich machen möchte. Und sobald es mir denn besser geht. Außerdem ist Janni gerade gar nicht da. Die ist gerade in Hamburg, glaube ich. Ich bin der Meinung, sie wäre eh gerade in Hamburg. Nee, den Stream hat sie noch nicht bekommen. Ah, danke dir. Ich bin der Meinung, sie wäre noch wirklich in Hamburg und die ganze Woche. Ich glaube, ich hätte das ganz gern hier. Wo war denn jetzt das komische Ding? Nee, Architektur war es nicht. Was, Schmucke? Nee, komm, das war doch... Ach doch, Schmucke. Für Blumen. Ist mir egal. Das wird jetzt voll Zen-Garten-mäßig. Und in der Ecke kommt eine Eule. Ich mag Eulen. Warte, du musst noch weiter weg. Die gute Eule muss da in die Ecke. Solange sind es nicht Kafferstempfe. Ja, es ist komischerweise, es ist immer nur dann, wenn ich das Gefühl habe, viel reden zu müssen. Das ist mir mal so aufgefallen. Immer nur, wenn ich ganz viel reden muss. Wenn ich so tagsüber die Klappe halte, nichts. Außer abends, wenn ich dann versuche, mich zu entspannen, dann klingt das immer so, als würde ich wirklich sterben. Vielleicht halten deswegen meine Erdbeeren nicht, weil das kein richtiges so Beet ist für Erdbeeren, sondern wirklich nur so für beknackte Blumen. Das wäre jetzt sehr traurig. Guck, Scanner, hier ist das hellgrün. Dann gehen wir mal hoch. Oh. Okay, okay, okay. Dann machen wir hier oben weiß. Das wird ein relativ schnelles Haus. Einfach aus dem folgenden Grund. Ich werde einfach nur das, was schon da ist, werde ich da lassen. Und nur das Haus putzen. Und gegebenenfalls das ein oder andere ersetzen. Aber sonst... werde ich in diesem Haus, in unserem letzten Haus, Flipperhaus, nicht sehr viel machen. Oder den Teppich ersetzen. Erdbeben statt Erdboden. Ist auch nicht schlecht. So, weil es hier unten schon weiß ist, müssen wir es hier oben ja auch weiß halten. Aber House Flipper, muss ich sagen, ist ein sehr schönes Spiel, ehrlich. Es ist sehr entspannt. Klar, man braucht eine gewisse Kreativität irgendwann mal. Das mit den Aufgaben finde ich aber auch immer wieder schön. Und man hat versucht, ja, verschiedene Aufgaben in die Häuser zu pressen. Oh mein Gott, Yadi, was ist los? Ich dachte, du bist in Hamburg.
und ich habe jetzt doch die Kanalwährung aktiviert von Twitch, weil Twitch gibt ja jetzt auch eine Währung. Die heißt Katzenminze. Das ist aber noch nicht so ganz ausgereift. Es wird auch so vielleicht ein paar kleine Änderungen geben. Das muss ich mit dem Xeno noch durchsprechen. Also würde ich euch schon mal raten, wenn das alles so wirklich läuft, wie ich mir das vorstelle, würde ich euch raten, eure Miau zu benutzen. Nein, in Hamburg gibt es kein Internet. Hamburg liegt zu weit im Norden und hat ein Funkloch. Ich werde aber dazu auf Discord was dazu schreiben. Ich glaube, das reicht ihm auch. Aber nur so als Tipp, benutzt eure Miaus, solange ihr sie noch habt. Wo fangen wir an? Fangen wir hier an. Alles dreckig. So, wie soll das Zimmer gestaltet werden? Beziehungsweise, welche Farbe soll daran? Ach, das war auch Dreck. Weil ich werde ja die Räumlichkeiten jetzt nicht neu einrichten. Aber ihr könnt die Farbe bestimmen. Was muss ich schon zwei Streams vorher sagen? Dass das die letzte Hausflipper-Folge ist. Aber, oder das mit dem Miaus. Ich schreibe da nachher zu Discord was. Ich muss das aber vorher noch kurz mit Xeno besprechen. Aber wie soll denn jetzt, was für eine Farbe soll denn das haben hier? Wir könnten auch Wandfliesen machen. Wir haben, nee, Paneele. Wir haben ja auch neue Paneele bekommen, so mit weißem Holz. Ja. Und ja, Laminat Kiefer, glaube ich, ist auch neu. Ja, die sagt lila. Haben wir lila? Ja. In dem reizvollen Lavendel. Ja, die werden ja nicht sofort ausgehen, sondern ich werde halt was dazu schreiben und sage, ihr habt denn noch so ein halbes Jahr Zeit oder 3 Monate Zeit, eure Miaus auszugeben und dann, sind das 2 verschiedene Farben oder sieht das nur so aus? Komm, das ist doch viel dunkler als das da. Oder? Oder ist das die Sonneneinstrahlung? Rot können wir das nächste Räumchen machen, wenn ihr wollt. Wie lange nehme ich eigentlich jetzt schon auf? 44 Minuten, na gut. Läuft. Guck mal, das wird ein rotes Schlafzimmer. Ist doch was Schönes. Das Bett stellt... Ja, warte. Das... Blutrot oder rot, Lilly? Wir haben ja 2 Arten von Rot. Blutrot oder so ein knalliges Rot? So wie Yadi hat. Blutrot, okay. Lillys Wunsch ist mein Befehl.
Wir hätten halt feuriges Orange und Sonnenrot. Aber dann nehmen wir Blutrot. So. Ich liebe diese Farbe, ne? Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das ist die schönste Schlafzimmerfarbe, die man sich wünschen kann. Ich finde die fürs Schlafzimmer einfach schön. Die ist zwar so dunkel, aber halt so ein schönes Dunkel. Nicht so zu dunkel, sondern... Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Einfach schön. Wie habt ihr denn Silvester überlebt? Ich frag jetzt einfach mal so, um Konversation zu betreiben. Wie war denn eure Silvesterfeier? Hier sind sogar schon Fliesen dran. Ja, so altbackene Fliesen, aber was wird? Gibt's noch ein neues Klo? Ich glaube, das Ding ist gar nicht angeschlossen. Ich glaube, die Badewanne war gar nicht angeschlossen. Das kann gut möglich sein, aber ist das Ding überhaupt angeschlossen? Wie bäh? Also Silvester war jetzt bäh oder war Silvester schön? Ich meine, nur muss ja nicht schlecht sein mit den Schwiegereltern. Ach so. Ja, zum Glück hast du. Na gut. Gehören ja jetzt trotzdem zur Familie. Aber siehst du die denn oft? Wenn nicht, ist doch gar nicht so schlimm. Ich habe tatsächlich Silvester mit Xeno verbracht. Er wollte eigentlich zu seinen Kumpels. Da hat sich denn doch was anderes ergeben. Nämlich, dass die Jungs es nicht gebacken gekriegt haben, sich zu organisieren. Glück für mich, Pech für ihn. Und ja. Wie soll denn hier das Kinderzimmer gestrichen werden? Abgesehen davon, dass ich das erstmal noch verputzen muss. Und Diva ist auch relativ früh aus den unterm Bett hervorgekommen. Also wir hatten echt Glück, dass es hier jetzt nicht so extrem geknallt wurde. War ich auch sehr froh drum. Schon wieder lila.
Oh, na gut. Es war schon mal mehr, muss ich sagen. Ich glaube, im letzten Stream war es mehr. Kann nur noch besser werden, ne, Lilly? So, das Kinderzimmer jetzt echt auch lila? Ich meine, lila haben wir doch schon. Wir haben grün schon, wir haben hellblau schon. Wie wär's mit schwarz? Oder... Skinner wollte sowas wie Türkis haben. Aber ich habe Eisblau schon genommen. Hallo Miri-Fan, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Gelb. Ja gut. Wir nehmen das Morgengelb. Sieht ein bisschen aus wie Kotze, aber ist egal. Kommt bestimmt gut mit dem grünen Teppich. Ich wünsche dir auch ein frohes Neues. Hast du denn Silvester gut überstanden? Hat das Kinderzimmer eine Heizung? Ja. Ich war mir jetzt nicht so sicher, ob das Kinderzimmer eine Heizung hat. Da habe ich jetzt alles gestrichen. Ich denke schon, ne? Und noch die Fenster. Komm schon. So, ich denke, das war's gewesen. Außer Spesen nichts gewesen. Ach, hier war ja noch ein Teppich, ne? Ach, scheiß drauf. So. Schwarzes Parkett. Ich glaube nicht. Ich glaube, Parkett haben die nicht neu gemacht. Ich habe weiße Paneele jetzt. Sonst habe ich nur noch das dunkle Mahagoni, aber schwarz nicht. Und ich habe auch keine schwarzen Bodenfliesen oder so. Teppiche genauso wenig. Okay. Gut, ich würde sagen, wir fangen an. Zur letzten Hausbesichtigung, vorerst letzten Hausbesichtigung, bei Haus Flipper. Okay. Gut, dann ändern wir nochmal ganz kurz. Wo war das Kinderzimmer? Den Fußboden. Wo war das? Dunkle Mahagoni, ne? Lilly möchte ganz gern für das Kinderzimmer edlen, dunklen Mahagoni-Fußboden. So. Jetzt aber. So, zu der vorerst letzten Hausbesichtigung. Weil das ist unser letztes Haus, tatsächlich, was wir kaufen konnten. Und ja, wir werden Haus Flipper erst dann weiter streamen und spielen, wenn das DLC draußen ist. Und ich will auch ins Bällebad. An die giftigen, schönen, alten, giftigen Bälle lutschen, die jedes Kind schon angegrabbelt hat. So, hier befindet sich die Garage. Wir haben sie in Stahlgrau gestrichen, haben noch den ganzen Müll entfernt, haben ein fesches Poster dran gemacht und
sonst nichts. Ziel dieses Hauses ist es eigentlich nicht komplett umzugestalten und die Räume neu einzurichten, sondern ich wollte einfach wirklich nur sauber machen, die Wände streichen, gegebenenfalls neuen Boden legen und ein paar Sachen austauschen und damit hat sich das denn erledigt für mich. Hier haben wir ein, ich würde sagen, Gästezimmer vielleicht. Oder ein Hobbyraum, je nachdem. Ich finde das halt mit diesen Schränken so schön, mit den Büchern, wie die da schon so drinne stehen. Das würde ich selber nie hinkriegen. Wenn man, hier kann man rausgehen, hier ist dann so ein kleines Blumenbeet. So mit einer kleinen Terrasse, da können sie sich dann so hinsetzen, eine quarzen oder sonst irgendwas. Das ist aber auch das Einzige, was ich hier im Garten gemacht habe, außer die zwei Büsche da vorne noch hingestellt. Hier habe ich versucht, eine Art Zaun zu ziehen noch. Aber das ging leider nicht, weil die alle so ein bisschen unsymmetrisch sind. So. Dann kann man hier im Prinzip wieder raus und dann ist man wieder im Flur. Also hat man hier so eine kleine Runde gedreht. Hier ist die Küche schön in hellen Pfirsich gestrichen. Alles, was man braucht. Schränke, Herd, Kühlschrank, eine kleine Sitzecke, finde ich sehr hübsch. Lampe und so. Alles drin, alles dran, alles drauf. Hier haben wir noch so ein kleines Badezimmer. Boah, ist das hell. Mit einer Dusche könnte man als Gäste-WC nehmen oder auch einfach so. Weil wir oben noch ein Badezimmer haben. Aber hier Toilette, Spiegel, Spüle, alles drin. Hier haben wir dann nochmal so eine Art Wohnzimmer vielleicht. Ohne Fernseher. In diesem Haus wird kein Fernsehen geguckt. Es wird nichts gezockt und jeder kann hier reingucken, weil einfach kein Raum Gardinen hat, außer die Küche. Und ja, hier kann man so sitzen, entspannen, sich Fotos angucken. Oh, guckt mal, eine Miezekatze. Eine typische Miezekatze. Und auch hier sind wieder Bücher. Das ist das Haus von super spießigen Intellektuellen, die nur lesen und Fernsehen, der Meinung sind, Fernsehen ist das Teufels. Hier hat man noch so einen kleinen Abstellraum in Lila. Und ich bin der Meinung, dass das hier doch viel heller ist als das hier. Das muss wirklich jetzt an der Sonneneinstrahlung liegen, dass das irgendwie heller ist. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum. Gut, dann hat man hier das Schlafzimmer schön im Blutrot. Natürlich auch wieder keine Gardinen, damit man schön reingucken kann von den Nachbarn. Der Nachbar könnte mal wieder den Rasen mähen. Meine ja nur. Guckt euch das mal an. Voll ungepflegter Rasen, ey. Der genauso. Wieso mähen die alle nicht ihren Rasen? Dann hat man hier noch das Kinderzimmer, Schaukelstuhl, Wiege, Wickeltisch, ein bisschen Spielzeug, läuft. Und natürlich, wie gesagt, das zweite Badezimmer. Oh, das Ding hat gar keinen Spiegel, sehe ich gerade. Spiegel. Das ist der falsche Spiegel. Warte, hatte ich denn nicht irgendwo? Spiegel! In weiß, bitte. Ja, alle guten Dinge sind drei. Ja, und das war's eigentlich schon. Mehr ist in diesem Haus nicht. Und, ja. Hier ist noch der Flur. Und das war's ehrlich gesagt auch schon von dem Haus. Der Garten hat 769 Quadratmeter. Ich möchte das Haus ganz gern verkaufen. Das ist eigentlich nicht so. Komm, wir machen englischen Garten, weil ich bezweifle, dass wir Punkte kriegen. Es ist ein praktischer Garten. Oh, der Wert unseres Hauses ist um 20% gestiegen. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur den Rasen gemäht, ein paar Pflanzen hingestellt und das war's dann aber auch schon. Okay, belassen wir es dabei. 20%, vollkommen in Ordnung. Also das Haus hat uns 154.000 Euro gekostet. Wir haben Renovierungskosten 67 Euro. Also wir haben so gut wie nichts ausgegeben. Das ist das billigste Haus. Das ist das billigste Haus, was wir eingerichtet haben. Jedenfalls an Renovierungskosten haben wir dafür nichts ausgegeben. Wir haben Möbel verkauft im Wert von 1.200 und haben Möbel wieder gekauft im Wert von 1.200. Also das ist plus minus schon fast null. Wir würden das Haus für
17.000 verkaufen. Ne? Plus den zusätzlichen Gewinn vom Gartenwettbewerb sind es nochmal 43.000. Das heißt, wir würden einen Gewinn von 105.000 machen. Wie, ich liebe das Haus nicht genug? Natürlich nicht. Ich würde ganz gern verhandeln. Kommt schon, legt nochmal so 4.500 drauf. Ich will 110.000. Los. 111.000. Sehr schön. Gut. Dann ist das Haus euer. Oh mein Gott, ich dachte, ich habe das Spiel kaputt gemacht, weil ich muten wollte. Und ich dachte, oh mein Gott, was kommt jetzt? Die Credits, meine Freunde. Wir haben somit das Spiel offiziell durchgespielt. Plus DLC. Das heißt, wir haben jedes Haus, jede Aufgabe gemacht. Wir haben also jede Aufgabe gemacht. Wir haben jedes Haus gekauft und verkauft. Und somit ist das Spiel jetzt vorbei. Was ich gut an diesem Spiel finde, ich fand es immer gut, diese Updates. Haus nochmal machen. Nein, ist nicht abgestürzt. Was ich gut fand, ich fand die Updates ganz gut. Ich fand das schön, dass sie so ein Survival-Package mit reingebracht haben. Ich fand das schön, dass mit Weihnachten, dass sie zum Beispiel das Haus von Kevin allein zu Hause aus dem Film halt mit reingebracht haben. Dieses Halloween-Ding mit dem Michael Myers-Haus fand ich ganz witzig. Also die haben schon ein bisschen versucht, von ihren Standardmodellen auch nochmal andere Häuser reinzubringen, die man hätte umgestalten können. Kann sein. Ich finde, dass sie sich sehr bemüht haben. Die sind immer sehr weit, also versuchen immer sehr nah dran zu bleiben, um zu gucken, was wollen die Spieler, ne? Wie können wir denen das geben, was sie wollen? Ja, es kann sein, dass es wirklich aus Polen kommt. Weil, sind wir mal ehrlich, ne, die haben gesagt, ey, wir wollen einen Garten-DLC, wir wollen was im Garten machen, und dann kam das Garten-DLC mit ein paar Updates, und ich finde, es ist sein Geld schon wert, weil ich glaube, das kostet auch nicht so extrem viel, aber ich finde, das ist sein Geld schon wert, und ich freue mich schon auf das neue DLC, was denn vielleicht dieses Jahr oder nächstes Jahr kommt, ich weiß nicht, wann es kommt. Ein Release-Date steht halt noch nicht fest. Glückwunsch, du hast es geschafft. Es ist dir gelungen, alle Häuser, die im Spiel verfügbar sind, zu verkaufen. Als Preis erhältst du die Möglichkeit, sie noch einmal zu kaufen. Viel Spaß und viel Spaß beim Team spielen. Das Team von Haus Flipper. Wie gesagt, wir werden es nicht nochmal spielen. Beziehungsweise nicht bevor das Update da ist. Eine Liste der Änderungen. Und zwar dieses Coming Soon hier, dieses HGTV. Ich weiß noch nicht genau, was es werden soll. Aber hier zum Beispiel dieses Christmas-Update, ne? Es gab eine neue Aufgabe. Es gab schöne Weihnachtsdekorationen. Wir konnten rein theoretisch als Weihnachtsmann spielen. Und haben mit einer Zuckerstange, versteht ihr? Mit einer Zuckerstange konnten wir Wände einreißen. Wie cool ist das denn, bitteschön? Mit einer verdammten Zuckerstange. Wir konnten zum Beispiel auch jetzt die Bücher halt senkrecht hinstellen. Das Garten-DLC, eigentlich ziemlich cool alles. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr noch ganz gern sehen würdet an Simulationsspielen. Sowas wie zum Beispiel Cooking Simulator, der steht auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Oder halt auch so andere Sachen. Ich gucke mir die Spiele dann an und dann sage ich dann, okay, können wir machen, aber je nachdem, wie viel die kosten, kann es ein wenig dauern. Trotzdem sage ich Dankeschön fürs Zusehen und auf Wiedersehen und bye bye.